Chola Poblete ist unsere 14. Künstlerin des Jahres. Sie kommt aus Guaymallén. Das ist eine Region im Norden von Argentinien, in Mendoza. Und La Chola möchte diese Region einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen und ihre Wurzeln in dieser Region zeigen, ihre Suche oder Auseinandersetzung mit der queeren Identität, die dort eben auch sich entwickelt, herausgebildet hat. Die katholische Prägung, die immer wieder rauskommt, die wir hier in allen Aquarellen sehen, aber auch die Pachamama, das ist die Inka-Figur aus den Anden, die Erdmutter, die auch eine Schutzfunktion übernimmt. Und ein bisschen zeigt das schon, dass diese Symbolik immer fluide ist, genauso wie auch ihre Identität fluide ist. Mi transición ha sido a partir del arte, a partir de la obra de Botticelli, El nacimiento de Venus. Creé mi alter ego, que en ese momento era un alter ego, que era La Chola, en donde yo me travestía solamente para momentos. Con el tiempo adopté esa feminidad y empecé a hablar un poco más de qué me pasaba a mí siendo ese cuerpo en lo social, en un patriarcado, también en un mundo gay hegemónico. Guaymallén es el título de este proyecto y esta exposición. Es muy importante porque es el lugar en donde nací. Es una palabra del huarpe, significa tierra de las ciénagas y está muy relacionada al desierto. Para mí Guaymallén, además de todo este significado, tiene que ver con el lugar en donde crecí, en donde me pensé como artista, en donde me pensé como una futura persona que no encaja en ninguna de las etiquetas. Volver a ese lugar me hace sentir muy libre. La Chola hat eine ganz spezielle Technik entwickelt für sich. Das ist die Technik aus Brotteig, Salzteig, Skulpturen zu backen. In dem Moment, in dem der Teig in den Ofen geschoben wird, entwickelt ja ein Eigenleben. Und auch das ist ja eine ganz starke Symbolik und für diese Fluidität, etwas auch geschehen zu lassen und etwas entwickelt sich. Ich habe keine Macht mehr darüber. Cuando el cuerpo deje de ser cuerpo y el cuerpo sea una forma y que el pensamiento sea de alguna forma una abstracción. Neben den Aquarellen und Skulpturen haben wir hier auch eine neue Serie von 3 Fotoarbeiten, in denen La Chola tatsächlich die Hauptrolle spielt und zum einen sich auf Figuren der Mythologie bezieht. Das ist die kapitolinische Wölfin La Loba, die sie zeigt. Zum anderen bezieht sie sich auf eine christliche Ikonografie, die Maria Lactans, die in einer Fleischerei steht und einem Mormonen eigentlich die Milch in den Mund spritzt. Also das ist natürlich ganz eindeutig auch zu lesen als ein Aussaugen durch den Kolonialismus und die Mormonen als eine religiöse Gruppe, die das Missionieren noch heute betreibt, in einer ziemlich aggressiven Art und Weise in Argentinien sehr präsent sind, eine rassistische Ideologie auch haben. Schwarze sind in dieser Kirche überhaupt nicht zugelassen. So ernst und so schwer die Themen auch sind, es gibt immer einen Moment, wo man auch zu einem gewissen Schmunzeln angeregt ist und dass wir auch immer eine gewisse Portion Ironie und Humor hier bei La Chola finden. Chola hat für uns die gesamte Ausstellungsarchitektur entworfen und bezieht sich dabei auf eine spezifische Architekturform, das andinische Barock. Der ganze Raum, La Chola bezeichnet ihn als eine, wollte ihn so sehen als eine Kirche der Zeichnung, weil sie auch sagt, Kunst- und Kulturinstitutionen sind heutzutage eigentlich die neuen Kirchen.
Und da gibt es insbesondere die Nazca-Linien, die auf dem Boden hier aufgetragen sind, die entstanden sind ab 800 vor Christi, schätzt man, und bei denen bis heute nicht klar ist, welchen Zweck sie hatten. Sie überträgt diese Symbolik und diese existierenden Formensprachen aber ganz klar auch in die Gegenwart. A veces un hecho íntimo se vuelve colectivo, poder compartir y encontrar lugares de contención y lugares de debate para poder seguir pensando en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar.